Und die hat mir was. Empfehle ich euch. Hier sind, seht ihr? Wir sind. Guten Morgen alle zusammen. Wir sind jetzt im Dorf aufgestanden, haben was gegessen, gefrühstückt. Geduscht. Und geduscht. Ich im kalten, Burj im warmen, weil die meinten, du bist ein Mann, du kannst kälter. Gar nicht warm, du warst einfach zu faul. Trotzdem war bei mir hier schon schön warm. Ich bin runter zu der Oma und die hat mir Wasser warm gemacht auf diesem Kamin. Das ist eigentlich kein Kamin, aber wir sagen jetzt mal Kamin. Und ja, die haben da Wasser zum Kochen gebracht. Und dann habe ich das aufgedünnt mit kaltem Wasser, dass es lauwarm war. Und dann habe ich geduscht. Ja, und ich habe hier auch geduscht. Aber es war auch lauwarm. Es war jetzt nicht kalt wie gestern. Ganz traditionell einfach im Dingseimer und dann so mit so einem Ding über deinen Kopf schütten. Ja. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich los Richtung Ürgüp und Göreme. Und da werden wir auch alles so aufnehmen. Unser Tag 1 Vlog wird auch online sein. Das dauert dann halt 28 Minuten. War eigentlich erstmal 48 Minuten. Ich habe so manche Stellen verkürzt und weggelassen, weil da haben wir etwas länger geredet über alles. Aber ist ja egal. Haben wir einfach weggemacht. Das war so die Sachen, wo ich immer so ein bisschen missgeredet habe. Ja, die habe ich alle weggelassen. So, ich wollte eure kostbare Zeit nicht klauen. Kannst ja als Austext machen, wenn Leute das sehen möchten. Die können das ja kommentieren. Da kannst du Missrede rein. Ja, meine Missrede rein. Ich könnte damit wirklich stundenlang ein Video zusammenschneiden. Weil. Naja. Ja. Boah, das ist schon, glaube ich, locker 40 Jahre alt. Das Ding da. 40 Jahre alt. Wollt ihr mal das Neueste aller Neueste sehen? Das gibt es nicht mal bei Vorwerk oder so. Ja. Gerade in Avanos, nein, in Göreme auf dem Markt. So, die Leute sind so wie die sind. Die sind hier mega geil. Der gibt uns einfach gerade sowas zum Futter. Einfach krass. Was ist das, Schatz, was du gerade isst? Das ist getrocknete Apfelchips. Apfel? Apfel. Schmeckt's? Richtig lecker. Guck dir mal die Pilze hier an.
Autos aus der Türkei, die sehen so aus. Frisch gepflückt. Hier. Es sieht gerade hier so trocken aus, aber guck mal jetzt. Mega, da haben früher Leute gelebt. Wir versuchen jetzt bis nach oben zu laufen. Aber ich sehe nicht so viel Erfolg bei uns, aber wir versuchen es. Ist auf jeden Fall richtig geil hier. So, ist einfach die Natur, hier sind sehr wenige Autos, beziehungsweise, okay, hier fahren gerade gar keine Autos rum. Und das sind alles hier. Dreh dich mal bitte um. Das sind hier alles Wohnungen gewesen. Da haben früher Menschen drin gewohnt. Diese ganzen Öffnungen sind Fenster und Türen. Wir laufen jetzt und laufen. Mal gucken. Oben soll eine türkische Hauscafeteria geben. Weil hier viele Touristen immer rumlaufen, haben die es auch auf Englisch geschrieben. Und hier sind so kleine Souvenire. Zeige ich euch mal. So, das sind so diese Häuser, die gerade so hier sind. Seht ihr? Alles hier Fenster. Häuser. Burj hat wieder mal einen Berg gesehen. Der muss hochklettern. Warum ich gehe davor? Okay, komm. Wir geben dir Hilfe. Ab.
Natürlich. Naja. Guten Tag. Na, wie war das denn? Hä? Hey, bitte, komm mal hier. Lan, bağcılarımı bırakın. Bırakın lan bağcılarımı. Lan, bana geldiler. Nein. Bunlar da can gibi. Hallo. Oha oha. Bak bak. So. Und voll viele Touristen und Chinesen, Alter. Wo ist wieder meine Frau? Meine Frau ist wieder irgendwo unterwegs. İçeride çekim yapabilir miyim abi? So, in so einem Souvenirladen. Warum ist das so dunkel? Ah, jetzt wieder der Teil. So. Hallo Schatz. Hi. Habt ihr schon gesucht draußen? Ja. Habe ich so eine Chinesin gefragt, ob sie dich gesehen hat? Ni hao, ma han, ha? Wo ist du? Fao. Oh, ni hao, ha? Da hin. Ja, okay. Von diesen Lampen haben wir auch zu Hause, aber wir wissen nicht, wie die funktionieren. Es ist so handgemacht alles. Alles handgemacht. Und habt ihr bestimmt gesehen, mal wenn ihr Kappadokia Heißluftballon schreibt, dann das ist hier sehr berühmt und sehr bekannt. Hier werden viele Heißluftballons hochgeflogen und dann seht ihr die ganze Stadt. Aber Burcu hat Angst, deswegen kann ich da leider nicht drauf und alleine habe ich auch keinen Bock. Also wenn ihr mal hier nach Üçhisar kommen solltet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall diesen Laden. Der Typ kann sogar Chinesisch. Mega. Da ist wieder meine Frau. Die Burcu. 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 Mega süß diese Frau. Darf ich deine Nase beißen? Nein. Okay, komm, lass nach oben. Was ist denn da? So, wir sind gerade irgendwo Richtung Göreme und dann haben wir einen Ausblick gefunden. Mega geil. Burcu sitzt im Auto, die ist ein Eis. Mega. Einfach geil, ehrlich. Mega geil, mega geil. Nein, in Ürgüp. Haben gerade was gegessen. Habt ihr gerade gesehen, ne?
Und ja, hier ist dann weiterhin halt so eine Strecke, wo wir hochlaufen können. Obwohl, die läuft ja schon hoch. Auf jeden Fall, hier ist einfach nur erfrischend ein bisschen, weil es ja höher ist als sonst. Aber es ist geil. Natur! Alles Mutter Natur, alles wurde so erschaffen. Aber die haben trotzdem da so ein paar Löcher gemacht, damit die rausschauen können. Und ich laufe jetzt ganz nach oben. Es kann sein, dass es ein bisschen windig ist, aber tut mir leid. So. Das ist schon mega. Hallo, wir sind gerade in dem Set von Ashka Mavi, Liebe und Blau. Lecker, lecker. Und jetzt Hakans Kaffee. Guck mal bitte. Ich habe gerade schon angefangen. Die hat da alles aufgegessen, aber die wollte nicht. Oh, geil. Boah, geil. Das genießen wir jetzt. Ich wollte das nicht weg. Hakan ist ein Egoist. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die machen richtig geile Shisha dort. Wenn ihr mal als Tourist hier nach Göreme, Ürgüp kommen wollt. Sie sitzen in Ürgüp. Es heißt Nevşe, das ist so in der Straße von... Direkt daneben ist so ein Turquoise Silver. Auf jeden Fall kommt vorbei, raucht eine Pfeife. Die haben mega geile Pfeife, mega geil Gebäck. Ich würde euch definitiv diesen Laden empfehlen. Sehr empfehlenswert. Die haben auch sehr leckere Backwaren. Wir fahren jetzt nach Nevşe. Wir wollen meinen Onkel treffen. Ja, bis dann.